Hier ist ein niedliches Täschchen, auch bestickt. Sieht ganz lustig aus. Da haben die noch alte Knöpfe mit drauf gestickt. Also ich nehme mal an, das ist Perlmutt. Und dieses Täschchen kostet 4.995 Euro. Nur. So ein Täschchen könnte übrigens von mir kommen. Ich bin auch manchmal so wirr und probiere alles aus, aber nichts für ungut. Wer so 5.000 Euro locker machen kann für so ein Täschchen. Immerhin ist dann dieses Täschchen billiger als das Täschchen für, waren das 38.000 Euro in Zürich für Oprah Winfrey. Nein, die wollte ja die Tasche da nicht, das war ihr zu teuer. Also Oprah, wenn du 5.000 Euro hast, dann empfehle ich dir diese Tasche, damit fällst du auf. Da hat sich jemand Mühe gemacht mit dem Besticken und ja, ich denke mal, vielleicht gefällt sie dir. Da muss ich jetzt glatt mal bei den Taschen mein Häkelbeutelchen dazwischen schmuggeln. Also, so arrogant bin ich. Ich finde, da passt alles rein. Jedenfalls meine Sachen. Wenn ich dann hier rüber schwenke, was ist das für eine Riesentasche? Wie ein Koffer. Und damit schleppen sich die Frauen ab. Ich weiß nicht warum, was sie da alles reinkramen. Ich meine, für ein Portemonnaie und ein Handy und vielleicht, wenn man einen Kamm hat oder eine kleine Bürste oder vielleicht auch einen Lippenstift, dann reicht doch mein Beutel. Aber naja, die müssen es ja irgendwie sich abschleppen mit solchen Taschen.